Rhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Silvia Löhrmann. Hey, Frau Löhrmann. Servus, schön, dass Sie da sind. Frau Löhrmann, sparen, streichen und dann zur Wahl antreten mit einem Haushalt, in dem man plötzlich dennoch Schulden machen muss. Wie viel Spaß macht das, mit einer Schuldenbremse Wahlkampf machen zu müssen? Die Schuldenbremse steht in der Verfassung, die müssen wir einhalten und wir müssen darauf zuarbeiten. Und wir haben damit ja auch angefangen. Als wir losgelegt haben, sah es nach 6 Milliarden Schulden aus. Wir haben das halbiert auf 3, immerhin. Was wir noch thematisieren, das eines der Top-Themen ist grüne Energie im Industriebundesland. Das beschäftigt viele von euch hier auf dem Chat auf unserer Seite login.zdf.de. Und daher kommt auch unsere erste Frage, hier ist sie. Wie soll der günstige Strom aus Atomenergie ersetzt werden? War der Ausstieg aus dieser Übergangstechnik nicht zu schnell? Wie wollen Sie die zusätzlichen Kosten bei den Lebenshaltungskosten in den Haushalten ausgleichen? Fragt Gerion Bade. Und antwortet Silvia Löhrmann. Ja, man muss ja einmal wissen, Wind und Sonne schreiben keine Rechnung. Das heißt, wir müssen die natürlichen Ressourcen nutzen, müssen kleine dezentrale Kraftwerksanlagen bauen. Und das ist auf Dauer rentierlicher, das ist umweltgerechter und das ist auch ökologischer. Diejenigen, die eine Rechnung schreiben, sind die großen Stromkonzerne. Das schon seit langer Zeit. Der Strom wird immer teurer. Die Linken sagen jetzt, verstaatlichen. Was sagen Sie? Ja, ein verstaatlichter Großkonzern ist nicht besser als ein in Privatwirtschaft befindlicher Großkonzern. Wir müssen hinkommen zu kleinen, dezentralen Kraftwerksanlagen, weil das den Wettbewerb auch schafft und eben den Großen die Macht nimmt. Jetzt ist es aber so, dass im Gegenteil hier in Nordrhein-Westfalen noch mehr Kohlekraftwerke entstehen sollen. Es gibt eine neue Studie, die sagt, 9 sind weiter möglich, 5 sind im Moment im Bau. Die SPD unterstützt das. Wie wollen Sie sich durchsetzen? Wir haben eine gute Formel gefunden, dass eine Landesregierung keine Kraftwerke baut und auch keine abreißt, sondern eine Landesregierung setzt den Rahmen. Wir wollen das mit einem Klimaschutzgesetz tun. Wie viele sind mit Ihnen möglich? Und es geht nicht. Wir entscheiden nicht über die Kraftwerke, sondern die Unternehmen entscheiden über Kraftwerke. 5 sind im Bau, es sind aber auch 7 Gaskraftwerke im Bau. Und 2 Gaskraftwerke sind entstanden, obwohl da vorher Kohlekraftwerke geplant worden sind. Aber nochmal hin zu kleinen Anlagen im Ruhrgebiet, Wärme und Strom gleichzeitig. Wollen wir sehen, was Frau Löhrmann wirklich tun kann. Wir haben einen Faktenchecker heute Abend in der Sendung, Dunja. Das ist Tobias Blasius von unserem Kooperationspartner NRZ. Schönen guten Abend erstmal. Energie natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema für Nordrhein-Westfalen. Und da geht es auch immer um die Frage, wer hat da eigentlich was verschlafen? Die rot-grüne Regierung schiebt es der Vorgängerregierung in die Schuhe und genauso gut umgekehrt. Wer hat es verpennt? Ja, sicher ist richtig, dass 2005 die schwarz-gelbe Vorgängerregierung noch mobil gemacht hat gegen Windkrafträder. Da wurde der Ausbau stark beschnitten. Es ging gegen die Verspargelung der Landschaft. So etwas rächt sich jetzt nach der Energiewende. Richtig ist aber auch, dass die von Frau Löhrmann beschriebenen kleinen Kraftwerke noch lange nicht den Strom liefern werden, den ein Industrieland wie NRW braucht. Von daher werden wir ohne die von den Grünen so ungeliebte Kohle sicher noch lange nicht auskommen. Müssen Sie vielleicht am Ende doch noch einknicken? Ich sage es noch mal, die Kraftwerke, die im Bau sind, die werden gebaut, die werden auch noch 30, 40 Jahre Strom erzeugen, aber es ist doch nicht effizient, dass 50% der erzeugten Energie in die Luft gepustet werden. Neuere Kraftwerke haben 90% Wirkungsgrad, das ist viel besser. Und die Politik macht es nicht, sondern wir wollen ein Klimaschutzgesetz verabschieden, das den Rahmen setzt. Und innerhalb dieses Rahmens werden die Unternehmen ihre Entscheidung treffen. Und alle wollen hin zu Erneuerbaren, da müssen wir doch wohl endlich damit anfangen. Sagt Silvia Löhrmann und präsentiert sich damit als pragmatische Grüne. Pragmatisch sind sie auch geworden in ihrer ersten Legislaturperiode hier mit Hannelore Kraft. Die einen finden pragmatisch gut, die anderen wissen nicht, wie pragmatisch gut eigentlich wirklich sein soll. Zum Beispiel Pascal. Was würden Sie als Argument bringen, um den Vorwurf, dass die Grünen sich im politischen Geschäftsalltag festgefahren haben, zu entkräften? Fragt Pascal Arendt. Sagen Sie es mir. Also, wir haben klare Ziele für Nordrhein-Westfalen, für Kinder, Klima und Kommunen. Und auf diese Ziele arbeiten wir hin. Wir sind sehr erfolgreich gewesen. Wir haben auch direkte Demokratie durchgesetzt. Und man muss klare Ziele haben, man muss aber auch das politische Handwerk beherrschen. Und das können wir Grünen inzwischen. Jede Kraft braucht einen Antrieb, steht auf Ihren
Plakaten und da zeigen Sie sich nicht nur selbst, sondern zum Teil auch mit der Ministerpräsidentin. Brauchen Sie die auf dem Plakat, um gegen die Piraten was auszurichten, Ihre ärgsten Feinde in diesem Wahlkampf? Nein. Wir zeigen, dass wir als Duo in Nordrhein-Westfalen gut regiert haben. Wir sind fröhlich, wir arbeiten hart, aber Politik darf auch Spaß machen und soll dadurch ausstrahlen. Und insofern haben wir ja mit der SPD regiert und das machen wir mit diesem Plakat deutlich. Seite an Seite kann man fast schon sagen, auch ein bisschen in den Schuldensumpf, so immer die Kritik natürlich von der Opposition. 223,2 Milliarden Euro fehlen in Kassen von Land und Kommunen. Da muss einiges passieren. Die Schuldenbremse habt ihr gerade schon angesprochen. Das kann aber natürlich am Ende nicht alles sein. Professor Dr. Stefan Strauß ist bei uns. Schönen guten Abend erstmal. Sie sind Unternehmer und Vorsitzender des BJU. Das sind ähnliche Ansichten, wie die FDP sie auch vertritt. Was kritisieren Sie an der Schuldenpolitik der letzten Jahre von Rot-Grün? Ja, die jungen Unternehmer und die Familienunternehmer fordern die Konsolidierung jetzt, Schuldenstopp jetzt. Und das kann ich sehr gerne einem ganz polemischen kleinen Beispiel klar machen. Ich bin Anfang 30, ich werde mal in die Familienplanung eintreten, das heißt ein, zwei, drei Kinder stehen an und ich will denen einfach keine Schulden hinterlassen. Das mache ich privat nicht, das würde ich auch als Staat nicht machen. Deswegen muss jetzt Schuldenstopp gemacht werden. Und wie? Konkrete Forderungen? Ja, wir haben die alte Diskussion, mehr Einnahmen generieren über die Reichensteuer, die ja immer im Raum steht, oder mehr sparen. Wir als Unternehmer, wir sind der Rationalisierung unterlegen. Wir wollen mehr sparen. Zum Beispiel Subventionsabbau ist eins unserer allergrößten Anliegen und Abbau von Bürokratiemaßnahmen, die einfach nicht notwendig sind und keine neuen Bürokratie würden wir einbauen. Wir sagen, gezielt sparen, nicht mit dem Rasenmäher, damit nicht falsche Sachen getroffen werden. Gezielt investieren in die Zukunft, das ist Bildung, das sind die Kommunen, die wir entschulden müssen, denen müssen wir helfen. Gerade heute ein Urteil kassiert von Rüttgers, wo wir wieder nachlegen müssen. Und der dritte Punkt, das sagen wir auch vor der Wahl, wir müssen stärkere Schultern mehr belasten, wir müssen die Einnahmesituation des Staates stärken, sonst werden wir die Verschuldung des Landes und der Kommunen nicht in den Griff bekommen. All die drei Faktoren, da stehen die Grünen zu und dafür kämpfen wir auch. Mit der Bildung bin ich ganz bei Ihnen. Ja. Also keine Bildung ist am teuersten, da gehe ich auch von aus. Ich bin so ein typisches Beispiel. Meine beiden Eltern, also mein Vater ist gelernt, meine Mutter ist ungelernt. Und ich bin so ein Bildungsdurchstarter. Ja? Ich habe alle einzelnen Etagen durch bis ganz oben. Also das funktioniert auch in NRW, da bin ich auch stolz drauf in NRW. Ich glaube aber, dass mehr Gelder noch in die Schulen fließen müssen, da sind wir sogar mal d'accord. Ich glaube aber, ich kenne nämlich im Verband diejenigen, die das nachher tragen sollen, die mit 250.000 Jahreseinkommen, die sind bei mir im Verband. Und das sind teilweise Gründer, die dem Leistungsprinzip angegangen sind. Die haben irgendwann gesagt, ich mache das, ich übernehme Verantwortung, ich übernehme Kapital und ich mache die Idee. Und diese Unternehmer, die ziehen Deutschland. Und ich glaube nämlich nicht, dass die großen Konzerne wirklich die großen Arbeitgeber sind. Der Familienunternehmer, das sind die Unternehmer, die wirklich aber Arbeit Sie, schaffen. Aber wenn Sie doch zwei Kinder sozusagen in Planung haben, dann wollen Sie doch sicher auch für Ihre Kinder einen ordentlichen Kita-Platz, statt dass Ihre Frau Geld bekommt, dass sie zu Hause bleibt. Stichwort Betreuungsgeld. Doch lieber das Geld in die Kitas, in die Einrichtung geben, statt dafür zu bezahlen, dass man das nicht nutzt. Das ist eine Antibildungsprämie. Die 250 Millionen für Nordrhein-Westfalen, die könnten wir doch besser für unsere Kinder in den Einrichtungen investieren. Wenn wir pro Kita-Platz einen aus der Verwaltung rausschmeißen, bin ich dabei. Und wir Grüne sagen ja auch, weitere beitragsfreie Kindergartenjahre können wir uns nicht leisten. Das haben wir eins gemacht, aber weitere sehen wir nicht, sondern da hätte dann Vorrang Qualität und Einsparen. Jetzt diskutieren wir nicht nur bei uns im Studio, sondern natürlich auch mit euch draußen im Chat. Und das ist super, dass es bei uns geht. Janine, es gibt Fragen. Ja, allerdings, es gibt Vorschläge, vielmehr Anmerkungen, wo man denn sonst noch sparen könnte. Zum Beispiel könnte NRW definitiv am Ostausbau sparen. Solidarität ja, Verarmung durch Hilfe nein, heißt es hier. Ja, das ist ein völlig berechtigtes Thema. Nur ist dieser Solidarpakt leider bis 2019 gebunden durch ein Bundesgesetz. Wir Grüne sagen, da muss es Verhandlungen geben. Das muss der Deutsche Städtetag im Grunde auch mitmachen, damit wir uns angucken, was ist mit den Städten im Westen, was ist mit den Städten im Osten. Wir wollen so schnell wie möglich weg vom Soli-Ost auf einen Bedarfspakt. Aber das geht nicht, indem wir die Städte Ost und West gegeneinander ausspielen. Es gibt Städte im Westen, denen geht's gut. Es gibt Städte im Osten, die haben auch noch Not. Also nicht nach Himmelsrichtung, sondern nach Kriterien. Wo die Bedürftigkeit da ist, da soll das Geld hinfließen. Eine weitere Frage bezieht sich auf die Subventionierung der Massentierhaltung. Leider ist mir gerade einmal kurz das Programm abgeschmiert, deswegen kann ich Ihnen den Eintrag nicht zeigen, aber ich verbürge mich dafür. Und zwar gibt es auch hier noch subventionierte Formen der Massentierhaltung. Und gerade bei den Grünen ist man ja bei einer Umweltpartei, die sich ja auch gegen solche Dinge einsetzt. Trotzdem fließt da vom Staat noch Geld hin. So rum heißt es. Das sind aber keine Landesmittel, das sind EU-Mittel, also aus Europa. Und wir Grünen setzen uns dafür ein, dass wir umsteuern, dass wir hinkommen zu bäuerlichen Strukturen.
Strukturen, kleinbäuerlichen Strukturen und wir eben die Biolandwirtschaft fördern wollen, damit sie eine Chance hat, sich gegen diese schrecklichen Tierfabriken auch durchzusetzen. Ganz interessant ist ja, dass sich gerade in Nordrhein-Westfalen auch die Parteien immer gerne den schwarzen Peter oder die schwarze Karte zuschieben, wenn es um das Thema Schulden geht und gibt. Wir haben es gerade gehört, die wurden reduziert von 6 auf 3 Milliarden. Trotz alledem, wer ist eigentlich schuld an diesem Riesendilemma des Schuldenberges hier in Nordrhein-Westfalen? Ja, ein renommiertes Wirtschaftsinstitut hat gerade der Landesregierung es schwarz auf weiß gegeben, dass die erklecklichen Mehreinnahmen, Steuermehreinnahmen des vergangenen Jahres nur zu einem gewissen Teil in den Schuldenabbau gegangen sind. Ein großer Teil geht aber eben auch in neue Aufgaben. Und wenn man Kita-Beiträge befreit, Studiengebühren abschafft, dann kostet das Geld. Und das sind politisch gewollte Ausgaben. Und es geht also nicht alles, was an Mehreinnahmen reinkommt, auch wirklich in den Schuldenabbau. Gewollte Ausgaben, aber eben dann offenbar auf Pump. Wir haben gesagt, wir wollen, dass das Studium in Nordrhein-Westfalen gebührenfrei ist, weil wir nicht wollen, dass der Aufstieg zur Bildung vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Ich hätte nicht studiert, wenn ich hätte Studiengebühren bezahlen müssen. Das hätte ich mir nicht leisten können. Ich konnte sogar nur in die Oberstufe gehen, weil ich ein bisschen BAföG bekommen habe. Und ich glaube, dass das gut investiertes Geld ist. Dann sollen lieber die jungen Menschen, wenn sie hinterher verdienen, ein bisschen mehr Steuern zahlen. Dann kann man das auch zurückgeben, was man durch den Staat bekommen hat. Gut investiertes Argument. Oder gut investiertes Geld hört man als Argument, aber eins ist mir trotzdem nicht begreiflich. Wir haben eine Situation in Deutschland, eine Top-Wirtschaft, eine Top-Konjunktur für die Lage, in der wir uns befinden. Steuern sprudeln, wie blöd. Warum kriegen wir es in einer solchen Situation nicht hin? Warum bekommen Sie es nicht hin, einen ausgeglichenen Haushalt herzulegen? Wann, wenn nicht jetzt? Wir haben abgebaut, ich habe ja eben die Zahl gesagt, aber ohne die, ist ohne nicht die vielen. Ausgeglichen. Nein, abgebaut ist nicht ausgeglichen. Es gibt keinen Vorschlag von keiner Partei zu einem ausgeglichenen Trauen Haushalt. Trauen sich die Parteien das nicht? Die Parteien machen es mit Augenmaß. Wir Grüne zumindest wollen es mit Augenmaß machen und nennen die Maßnahmen konkret. Aber Sie wollen sie in einer schlechteren wirtschaftlichen Situation auf eine Schuldenbremse kommen, wenn Sie es jetzt schon nicht schaffen. Indem wir angefangen von 2010 Schritt für Schritt das abgebaut haben. Dazu haben wir die Steuermehreinnahmen genutzt. Wir haben aber zum Beispiel auch einen Tarifabschluss gehabt, der gesagt hat, Beschäftigte des Landes sollen 3,5% mehr bekommen. Erkämpft von den Gewerkschaften, bezahlen wir natürlich. Wir haben viele Landesbedienstete. Das ist aber nicht Bürokratie, das sind Lehrerinnen und Lehrer, das sind Polizisten, das sind Hochschulbeschäftigte. Ja, die meinen Sie nicht. Was glauben Sie denn, wie viele Menschen die in der Landesverwaltung sind? Was glauben Sie denn, wie viele